Während der Schulzeit noch habe ich in den Ferien gearbeitet, unter anderem im Stahlwerk Henningsdorf, und habe Nachtschichten gemacht an den Wochenenden. Und dort lernte ich Studenten aus Berlin kennen, Psychologiestudenten. Und als ich 18 war, ich wollte unbedingt von meinen Eltern weg nach Berlin, verschafften diese Freunde mir erst einmal eine Untermietsmöglichkeit zu wohnen bei einer alten Frau in der Dunkerstraße im Prenzlauer Berg. Mit der teilte ich ein Zimmer, eine 88-jährige alte Dame, die geistig ziemlich verwirrt war. Das waren ziemlich schlimme Wohnverhältnisse im Hinterhof, Parterre, die Ratten liefen quer durchs Zimmer. Lange konnte ich da nicht wohnen und bekam dann aber die Wohnung eines Freundes, der seinerseits bei einer Freundin wohnte. Und da habe ich dann eine Weile gelebt. Aber das war so eine Art Anlaufpunkt für Kreise, die, schon so staatskritische Kreise waren, kann man sagen. Zum großen Teil waren das ehemalige Studenten, also Studenten, die aus politischen Gründen von ihren Universitäten relegiert worden waren oder welche, die gar nicht erst zur Uni gekommen sind. Und das mischte sich so ein bisschen mit kleinkriminellen Kreisen, sodass ich da in eine Szene geriet, die für mich sehr aufregend und neu war. Aber ich profitierte auch davon dahingehend, dass ich durch sie auch Literatur zu lesen bekam, die ich bisher nicht kannte, also beispielsweise Bücher über den Stalinismus. Ich las zuerst von Jewgenia Ginsburg die Gratwanderung und dann bekam ich auch etwas später zu lesen, zum Beispiel Margarete Buber-Neumann als Gefangene unter Stalin und Hitler. Und diese Bücher haben mich sehr aufgewühlt und sehr irritiert. Und eigentlich hatte ich eher die Angst, dass also mit solchen Thesen über die Verbrechen des Stalinismus das eine Verbrechen mit dem anderen aufgerechnet werden soll, die Singularität von Auschwitz in Frage gestellt wird. Aber allmählich begriff ich, und diese Bücher waren ja sehr glaubwürdig, dass tatsächlich das bisher weiße Flecken waren in meinem Geschichtsbild und in dem, was gelehrt wurde. Ich begann ja Geschichte zu studieren, Geschichte und Kunsterziehung, und merkte schon, wie einseitig auch die Geschichtslehre ist. Da lebte ich dann mal in einem Seminar SU-Geschichte in der Humboldt-Uni, wie ein Student es wagte zu fragen, warum lernen wir eigentlich nichts über den Stalinismus? Uns stockte der Atem, weil selbst der Begriff Stalinismus ein Tabu war. Aber der SU-Professor antwortete relativ gelassen, solange unsere sowjetischen Freunde ihre eigene Geschichte nicht aufarbeiten, solange steht es uns als Deutsche nicht zu. Und in dem Moment kam uns ins Bewusstsein, 20 Millionen Tote, deutsche Schuld, und wir zogen die Köpfe ein und schwiegen. Aber irgendwann später begriff ich durchaus, dass selbst diejenigen, die damals im Widerstand waren, und selbst die Nation, die schließlich uns befreit hat von dem Faschismus, ist nicht gefeit davor, selbst Verbrechen zu verüben. Also auch die politische Führung der DDR kam ja vorwiegend aus dem Widerstand. Und insofern war sie für viele erstmal sowas wie sakrosankt. Ich hatte unendliche Ehrfurcht vor denjenigen, die ihr Leben eingesetzt hatten im Kampf gegen Hitler. Und das war ein ganzer Prozess, den ich und viele andere sicherlich auch durchlaufen hatten, um den Mut zu finden, auch diese Führung zu kritisieren.